Also, ich war ja jetzt, wie vielleicht hoffentlich einige mitgekriegt haben, die 2 Wochen jetzt nicht da. Genau. Und jetzt mache ich so ein bisschen zweiteiligen Vortrag. Erst zeige ich, mache ich euch ein bisschen neidisch und hinterher erzähle ich das, wie ihr das Ganze auch machen könnt. Also, ich war segeln für 2 Wochen im Mittelmeer von Italien über Elba. Korsika, rüber, Überfahrt nach Frankreich und dann die französische Küste noch weiter bis Marseille. Ging ganz gut und zwischendrin noch Prüfung für den Segelschein gemacht. Erstmal fange ich jetzt mal mit den Bildern an und später noch, wie das alles funktioniert hat. War unser Boot, die Dreamcatcher. Wir waren alle irgendwo hier vom Unisport über unterschiedliche Ecken sind wir da rangekommen. Hier sind noch ein paar Bilder Italien und Elba. Fender surfen auf dem offenen Meer an einem Seil hinterm Boot. Ganz lustig. Grandios, ja. Nee, solange einer auf dem Boot bleibt, ist ja kein Problem. Blöd ist, wenn man dann hinterher merkt, so, ja, okay, und wer ist jetzt auf dem Boot? Der kleine Fleck da hinten, das hier, ist ein Delfin. Die sind gleich noch ein bisschen größer. Bei der Überfahrt von Korsika nach Cannes sind uns doch ein paar untergekommen. Erst Delfine und dann noch ein Haufen Wale, die uns einfach mal vor den Bug geschwommen sind. Wieder unser Boot. Das war Cannes. Wie es in Sicht kommt, die Delfine kommen später, weil anderer Fotograf. Ja, alle schwer am Arbeiten, durchgehend. Das war eine kleine Insel an der Côte d'Azur. Gab es einen schönen Pfad, erstmal an der Küste entlang und dann ein Pfad mehr oder weniger unter Wasser mit Hinweisschildern, was das für gerade für Fische sind zum Schnorcheln. Dann gibt es gleich noch ein paar Bilder. Der ist da unten irgendwo neben dem Steg. Ja. Kontrast fehlt ein bisschen, aber ich hoffe, ihr könnt erkennen, das sind Fische. War ein Haufen. Und hier sehen wir ein bisschen besser Fisch und vielleicht nicht ganz so gut den Kraken. Der saß da in so einer Lücke drin, hat sich von nichts stören lassen. Irgendwo da unten lag unser Schiff. Das war da unten am Steg. Das konnte man leider nicht sehen, aber war ganz angenehm da. Hier war ein bisschen mehr Wind, aber da sieht man auch noch nicht so viel Krängung. Sieht man erst vielleicht noch auf einem der späteren Bilder. Ja, da sieht man ein bisschen Krängung und nicht beim Fahren. Es ist schon ganz lustig, wenn man da unten in der Kajüte steht und alles schief ist. Ja. Nicht seekrank. Einen Tag kann ich dir noch erzählen, aber sagen wir so, ich vertrage kein Pastis. Habe ich rausgefunden. Das war eine recht coole Geschichte. So eine mehr oder weniger kleine Fjorde. Kalongs nennen sich die. Und etwa der Punkt ist so 6 Meter hoch. Da sind alle als runtergesprungen. Wir sind dann mal dahin geklettert. Oben standen wir dann, so hoch ist das doch gar nicht. Da sind wir auch gesprungen. Es dauert so 1,5 Sekunden, bis du unten aufschlägst. Das ist schon eine Weile. Wieder unser Schiff, diesmal von vorne mit Crew. Nochmal beim Fahren. Da hatten wir eigentlich erheblich zu viel Wind, um mit der Menge Segelfläche zu fahren. Darum hatten wir Krängung ohne Ende und wir hatten so 20 Grad bis 30 Grad Kurs, die wir fahren konnten. Auf der einen Seite davon wären wir eine Halse gefahren und der Baum, wo das Segel unten hängt, wäre rübergeschlagen und hätte vermutlich was kaputt gemacht dabei. Und in die andere Richtung wäre das Schiff aus dem Ruder gelaufen und wäre einfach komplett 90 Grad, 180 Grad Wende gefahren oder dass man irgendwas hätte tun können. Dementsprechend war ich da doch ein bisschen konzentriert. Kann man vielleicht am Gesichtsausdruck erkennen.
Da sieht man mal, wie schnell wir waren. Rumpfgeschwindigkeit von diesem Boot, also maximal, was es fahren kann, physikalisch, liegt irgendwo bei 8, irgendwas. Also mit 8,6 waren wir da schon recht fix dabei. Mit 30 Knoten Wind. Ja, hier, Wal. Relativ dicht. Hier hat man nicht so viel gesehen. Die waren nur kurz am Horizont, ein bisschen. Hier kommen die Delfine. Sie kommen gleich noch ein paar richtig gute Bilder. Die waren nämlich eine Weile direkt vor unserem Rumpf. So, vorne auf den Bug gestellt, waren da direkt vor uns im Wasser drei Delfine, die so ein bisschen hin und her geschwommen sind. Ist nochmal einer. Und hier sind nochmal zwei. Das fand ich dann auch richtig faszinierend. Ich meine, so, als wir da so weit weg irgendwo gesprungen sind, habe ich gedacht, cool. Aber als wir da direkt vor unserem Bug geschwommen sind, habe ich gedacht, jo, ist schon mal ganz geil. Und das wär's dann schon. Lassen wir mal das Delfin hier drauf. Ja. Und das Ganze hat funktioniert, weil das über einen Unisport ging. Also was definitiv kann man definitiv mitmachen, wenn man irgendwo, ich glaube, DH, Hochschule Mannheim oder Uni Mannheim studiert. Wie das sonst mit anderen Unis aus der Umgebung aussieht, keine Ahnung. Externe, ich weiß, wir hatten ein paar Externe bei dem Turn dabei, die von irgendwoher kamen, die halt übers Internet die Seite gefunden haben. Unisegeln.de findet man relativ schnell. Wir waren zu 8 auf dem Boot. Skipper, Co-Skipper und 3, die halt mitgesegelt sind, aber nur 2, die Prüfung abgelegt haben. Also das war ich und ein anderer. Ja. Genau. Das ist eben, wenn man die Möglichkeit hat, das über Unisport direkt zu machen, eine relativ günstige Möglichkeit, eben so einen Segelschein zu machen, weil man eben von 0 auf alles in begrenzt Geld kommt, sagen wir so. Ich habe jetzt keine Preisliste da, die kriegt man dort alles dann nochmal genau gesagt, wie das aussieht. Und Turns mitfahren, gibt es Urlaubsturns, gibt es so Ausbildungsturns, wo man mitfahren kann. Und Preise, die sich dann eben unterscheiden für Student, irgendwie schon mal mitgesegelt oder Mitarbeiter und halt komplett extern, die sich dann irgendwie staffeln. Die hängen dann wieder von Saison ab und sonstigen Dingen. Aber das erfährt man dann da eigentlich alles. Ich habe den jetzt schnell noch eingeschoben, weil am 10. September, glaube ich, da müsste man nochmal auf der Unisportseite nachgucken, ist wieder die Einführungsveranstaltung für kommendes Semester. Also habe ich mir gedacht, komm, machst du das jetzt nochmal schnell. Vielleicht sind ja noch ein paar Interessenten dabei. Ja. Irgendwelche Fragen? Also habt ihr mit Navi navigiert oder habt ihr richtig navigiert? In der Prüfung musst du richtig navigieren. Wie funktioniert das? Kompasskurse und Karte kann ich auch mal drüber reden. Wenn die ganze Zeit Geschwindigkeit und den Kurs und dann... Ja, also eigentlich misst du den Kurs nicht, du sagst den Kurs vorher an und fährst den Kurs und misst halt dabei Geschwindigkeit. Und musst dann halt wieder Peilungen machen, wenn du irgendwo Land siehst, so Kreuzpeilungen, indem du 2 Punkte feststellst, die Peilung dazu. Und damit kannst du ja mehr oder weniger einen Punkt auf der Karte bestimmen, wenn du die beiden Punkte auf der Karte hast. Wie man Kreuzpeilungen macht? Navigationsvortrag? Kann ich tun. Ich muss es sowieso lernen bis im November. Also ich denke, so irgendwann im Oktober könnte ich so einen Vortrag, glaube ich, halten. Ja, das wäre die Methode, wie man es eigentlich macht, aber wir hatten GPS. So richtig Navigations-GPS für Schiffe und externe Empfänger und kurz einzeichnen und Wegpunkte setzen und Ankeralarm und alles Mögliche. Also wir hatten sogar so einen theoretischen Autopilot, der Kurs halten konnte, aber auf den hat man sich nicht so wahnsinnig gut verlassen können, weil er ist so ein bisschen... wir sind eigentlich meistens nur bei Tag gefahren. Und da war das mit Schichtdienst eher, naja, wir saßen alle irgendwo rum und wer Bock hatte, ist gefahren. Wenn wir nicht gerade gedieselt sind, weil wir zu wenig Wind hatten, dann ist meistens der Autopilot gefahren, weil es einfach langweilig. Aber für die Übernachtfahrt von Korsika nach Cannes sind wir mittags so um 1, 2 Uhr losgefahren und waren dann 15 Stunden
etwa unterwegs, oder 17 Stunden, ich weiß es nicht mehr, sind morgens früh irgendwann in Cannes angekommen. Und die Nacht haben wir Schichtbetrieb gemacht. Immer so 2-Stunden-Schichten in 3 Schichten. Es war ganz lustig. Was man vor allen Dingen schön hat, was man hier in Mannheim überhaupt nicht hat, Sterne. Mit Milchstraße und so. Ich meine, keine Lichtverschmutzung. Du bist irgendwie 30 Seemeilen von der nächsten, also mehr als 30 Seemeilen vom nächsten Land entfernt. Geschweige denn eine vernünftige Stadt. Eine Seemeile sind 1,8 Kilometer etwa. Also grob geschätzt. Vermutlich mehr stückweise während der Überfahrt, aber. Das ist einfach Sternenhimmel, klar. Und das Beste war ja, in den ersten paar Tagen war noch dieser Meteoritenschauer. Ich glaube, ich habe in der einen Nacht 6 Sternschnuppen gesehen und ich habe nicht die ganze Zeit hochgeguckt. Ja, wie gesagt, klarer Himmel, Sterne, keine Lichtverschmutzung, aber mal Ruhe auch, wenn man gesegelt ist irgendwo weit abseits oder irgendwo in der Bucht geankert hat. Kriegst du hier nicht. War schon mal ganz geil. Ja. Wir haben Diesel. Wenn wir mit Diesel fahren, lädt der Batterien auf. Wenn wir segeln, bringen die Solarzellen relativ wenig, weil die müsste man ausrichten. Also man kann sie theoretisch, wenn man längere Zeit geraden Kurs fährt, kann man sie ausrichten. Aber das bringt eher mehr, wenn man dann entweder irgendwo liegt vor Anker oder irgendwo festgemacht und die keinen Strom haben, dann richte ich mal Solarzelle aus, dann bringt das ein bisschen was. Aber nur begrenzt irgendwie so. 5 Ampere maximal, also USB-Handyladen geht, darüber hinaus ist halt immer fragwürdig. Sind halt 12 Volt, 5 Ampere maximal, wenn Sonne voll drauf brennt. Bei 20 Knoten Wind könnte man auch das Windrad, das wir oben über den Solarzellen angebracht haben, anmachen. Das bringt bei steigendem Wind ab 20 Knoten oder 15 Knoten recht schnell viel Strom. Also bei 30 Knoten oder so bringt das schon ordentlich Power, dass man ein bisschen was laufen lassen kann. Was macht man in der Freizeit, so angeln, Ich habe viel geschnorchelt, war viel im Wasser, habe einen Haufen Kram gelesen auf meinem Kindle und geschlafen. Oben auf Deck irgendwo in der Ecke gelegt und einfach, ja, bisschen Ruhe mal, hat man ja sonst nie. Ja. Internet. Also sagen wir es so, wenn du irgendwie was scheinbar gehen würde, es gibt für O2 so Internet-Daypack-Geschichten, wo du irgendwie so 25 Megabyte hast, für E-Mails sollte es begrenzt reichen. Ich wünschte, das hätte ich vorher eingestellt, weil es wäre ganz geil gewesen, die 2 Euro oder 3 Euro hätte ich bezahlt pro Tag. Ich saß einmal in Cannes, zwischen so einem Café, wo wir, also so eine Bar, wo wir vorher waren, die hatten WLAN, da habe ich mir kurz den Key geben lassen und saß dann hinterher draußen für 2 Stunden mit dem Laptop auf dem Schoß. Komplett unverfroren, aber das haben ja auch ein paar mitgekriegt, da war ich ja kurz im IRC. Ja, aber ansonsten war es mau. Was ich fürs nächste Mal weiß, ich habe mal diesen schönen Vortrag gehört beim CCC Mannheim über diese DNS-Proxy-Geschichte, wo man Internet-Traffic über DNS-Anfragen proxyt. Weil es gab fast in jedem Hafen offene Hotspots. Aber du müsstest dich dann halt anmelden. Aber DNS-Anfragen gingen durch. Meistens. Daher, wenn man so einen Proxy aufgesetzt hätte vorher, hätte man in den meisten Häfen Internet gehabt. Plus eine Richtantenne wäre ganz geil. Werde ich auch das nächste Mal mitnehmen. Das ist nämlich immer so ein Problem, wenn du draußen im Hafen liegst, kriegst du einfach gar kein Internet. Auch wenn du, wenn Hotspots wären. Ja, das ist so der Punkt für Internet. Rechne mit nicht allzu viel. Klingt so, als wär's das. Noch Fragen?
Okay.